Jeff Tomlinson. Erste gegen fünfte, Genf gegen Rapperswil. Auf geht's! Mit einem ersten kernigen Hit anhören wollen. Jetzt kommt Tömmenes an die Scheibe, legt zurück zu Philipp Poulard. Und dann kommt das 1:0. So schnell kann's gehen. Marco Miranda mit dem 1:0. Für den Tabellenführer. Zweiter Treffer, 9. Punkt im 23. Spiel. Für Marco Miranda, der neben Philipp Poulard und Winnek spielen darf. Noch einmal Philipp Poulard. Tömmenes. Und dann ist Marco Miranda Mutterseelen alleine vor Tömmenes. Tömmenes, dann Winnek. Hartikainen mit dem Schuss an den Pfosten. Grüße für Nico Dünner. Kriegt die Scheibe zurück, schön abgelenkt in Richtung Schuss von Weg. Tyler Moy trifft! Was für ein Handgelenkschuss! Tyler Moy im Powerplay mit seiner 12. Bude in dieser Saison. Der 4. im Powerplay. Da kommt die Scheibe zu Tyler Moy. Und er bezwingt Gauthier Deklu, Top Shelf. Verteidiger der Liga vielleicht über die Jahre. Tömmenes, da ist er und trifft zum 2:1. Mutterseelen allein. Ja, man würde ihn hier wohl vermissen. Henrik Tömmenes mit seinem 10. Saisontreffer. Nach Assists beim 1:0, nun mit Treffer zum 2:1. Scorepunkt Nummer 22 im 25. Spiel. Aber wieder steht da ein Genfer Mutter. Baragano. Eine Augenweide, dieser Spielaufbau. Dünner, Dünner! Direkt mit der Antwort. Klasse gespielt und abgeschlossen vom Captain in Spe, Nico Dünner. 5. Saisontreffer, 8. Punkt im 24. Spiel. Toe Drag zieht da die Scheibe noch einmal nach hinten. Maurer sticht deswegen daneben. Wick ist zurück. Die St. Galler sind komplett. Und dennoch! Reicht aber nur für den Linienwechsel. Vielleicht für mehr. Wick für Sandro Forde die Möglichkeit. Fehlpass, Schaika. Legt da über die Scheibe und an der Scheibe vorbei. Meyers! Fehlt auch Roman Cervenka. Rowe. Lammer, jetzt klappt's besser, Dünner. Scheibe nach frei, Rowe. Lammer! Wir haben hier so einen richtigen Spitzenkampf, ein klasse Duell zwischen Genf und Rapperswil. Omar! Das lebt von solchen individuellen Stärken. Scheibe getrennt, Philipp Poulard und Winnek. Philipp Poulard, Winnek, Niefeler. Mit dem äußersten Teil des Schoners. Dann Moy! Mit der Entscheidung! Erstes Spiel zurück in Genf, nachdem er kurz vor Saisonbeginn von Genf zu den Rapperswil-Jona Lakers gewechselt hat. Trifft im Powerplay zum 1:1 in der 10. Minute. Wird hier in der Verlängerung lanciert von Andrew Rowe. Und trifft zum 3:2 nach Verlängerung.